Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, kurz vorweg, den Gewinner von der Levi's Hose blende ich jetzt ein. Das gehört den kurzen Clip dazu. Ja, viel Spaß mit der Hose. Ich werde das Ganze jetzt mal eben kurz abdrehen und dann ist die Hose auch verlost. Aber ich habe eigentlich viel geplant. Ich wollte die schwarze Karthose machen. Ich habe die bestellt vor circa anderthalb Wochen. Sie ist leider noch nicht angekommen. Ich habe aber jetzt noch eine Alternative bestellt, wo ich euch im Laufe des Videos noch was zu erzähle. Wir gehen auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ja auch eine sehr, sehr starke College-Jacke mir von Mango gekauft. Nochmal eine Größe größer. Die will ich auch nochmal ein bisschen verfeinern. Dafür habe ich auch so Patches besorgt etc. Also ich habe ein bisschen was geplant, was ein bisschen do-it-yourself, wo man Sachen einfach so ein bisschen cooler machen kann. Auf jeden Fall geplant, die die nächsten Tage auch online kommen, wo ich mich dran setzen werde und euch ein bisschen was zeigen werde, wie ich das mache, beziehungsweise wie ich es machen würde. Und der eine oder andere kann da auf jeden Fall ein paar Ideen abholen. So Leute, wir picken jetzt hier den Gewinner von der Levi's Hose. Ich habe hier das Video schon geladen, das ist das Video. Ich habe hier 279 Kommentare, aber ich habe Duplikat-Users, also wenn jemand zweimal kommentiert hat, habe ich dementsprechend das Ganze rausgenommen. So kommt man auf 103 Comments. Ich hoffe, ich mache nichts verkehrt und würde jetzt denjenigen raussuchen. Ich starte den Pick und der Gewinner ist Theo Orfanidis. Mein Lieber, melde dich bei mir. Viel Glück, viel Spaß mit der Levi's Hose und kontaktiere mich einfach via Instagram und da kriegst du dann, wenn du mir die Sachen zuschickst, die Hose zugesendet. Viel Spaß damit. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt wieder ins Internet begeben und habe ziemlich coole Sachen rausgesucht, wie ich finde. Wo ist die Maus jetzt hier? Hier ist die Maus. Wir gehen die Sachen einfach mal durch. Deswegen switchen wir einmal auf den Bildschirm. Ja, los geht's. So Leute, die erste Sache, die ich gefunden habe, ist ein Flannel. Das ist natürlich, also ich sag mal, dieser ganze Workwear-Trend ist natürlich jetzt gerade mega im Hype. Flannels sind schon seit Jahren immer angesagt. Ich habe jetzt gerade auch ein Flannel an. Bevor wieder in den Kommentaren kommt, wo mein Flannel ist. Oh, kurz mit Schlüssel rausnehmen. Mein Flannel ist hier von Off-White. Das gab es letztes Jahr zu kaufen. Ist ein sehr, sehr cooles Piece. Habe ich auch in meinen, ich glaube, meinen teuersten Pieces mit drin gehabt. Und ist ein sehr, sehr cooles Flannel, aber es gibt es nicht mehr zu kaufen. Und ich bin einfach mal bei Zara unterwegs gewesen und habe da ein sehr starkes Flannel gesehen. Also mir gefällt es echt gut. Sieht sehr hochwertig aus und hat so ein bisschen diesen Burst-Effekt, also Burst-Haar-Effekt. Und gefällt mir echt gut. Ist wirklich so mehr so eine Over-Jacket, also eine Oberhemdjacke. Und diese ganzen Hemdjacken sind sowieso gerade mega im Trend. Nicht nur normale Jacken kann man gut tragen, sondern auch solche Hemdjacken. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr nice. Sehr cooler Colorway, sehr schlicht, aber ich finde ihn sehr cool. 50 Euro ist natürlich ein nicht allzu günstiger Kurs, aber finde ich noch vertretbar. Deswegen habe ich es mit reingepackt, weil es mir gut gefällt. Und der ein oder andere mag so ein schwarz-weißes Flannel einfach noch suchen. Und dementsprechend sehr, sehr nice. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei H&M. Und zwar bei H&M gibt es gerade eine neue Kollektion. Finde ich, ich muss sagen, diese H&M-Sachen, die aktuell am Start sind, die haben sich echt gemausert. Gefällt mir echt gut. Preis-Leistung ist natürlich sowieso eigentlich so gut wie immer sehr gut bei H&M. Sei denn, man kauft diese, ja, keine Ahnung. Ich finde diese Divided-Untermarke jetzt nicht von der Qualität die beste Marke. Aber so generell diese ganzen Mini-Kollektionen etc. finde ich sehr, sehr nice. Und was mir in der Kollektion gefällt, ist eigentlich ja, fast alles, muss ich sagen. Deswegen habe ich das einfach mal als Ganze mit reingenommen. Ich habe gleich auch nochmal ein Piece rausgesucht. Aber wenn ihr hier schon seht, hier gibt es Teddyjacken in so einem bräunlichen Ton, in so einem Cremeton, Pufferjackets, sehr, sehr nice Sachen, Overhemd-Jackets. Also wirklich die komplette Kollektion, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Auch dieser Cardigan, super schöne Farbe. Dieses ganze Creme, Braun, Beige, etc. Grau, super zusammen kombiniert und hier seht ihr die Sachen nochmal komplett, von Rollkragenpullover bis Hosen, bis hier so eine Puffer-Jacket mit Kapuze, die ich gleich auch nochmal einzeln rausgesucht habe, Mützen, Schals, also alles in allem eine sehr, sehr gelungene, runde Kollektion und da kann man super Outfits miteinander kombinieren. Es kann sein, dass diese Lammfell-Imitatjacke, also diese Teddyjacke in Beige schon weg ist. Ich habe die jetzt gerade nicht mehr gesehen, man sieht ja ganz oben
hat er die ja an, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier draufklickt. Ach doch, ne, ausverkauft. Ist ausverkauft. Aber generell alles andere sollte noch einigermaßen am Start sein. Also guckt auf jeden Fall rein. Die Sachen sind sehr, sehr nice. Und dementsprechend habe ich das nächste Piece, und zwar mein Piece Nummer 3, ist diese Puffer Jacket, die es für 59, also für 60 Euro gibt. Wirklich, ja, sehr, sehr fairer Kurs. Und die Farben von der Jacke sind einfach genial. Also das Braun, dieses Bronzebraun gefällt mir extrem gut. Grau sieht nice aus, beziehungsweise dieses karierte Schwarz sowieso immer ein Evergreen. Und dieser Cremeton gefällt mir auch extrem gut. Also da hat man die Qual der Wahl. Falls ihr sowas sucht mit Kapuze, das müsst ihr natürlich mit einberechnen. Die kann man auch nicht abmachen. Aber generell sieht die sehr nice aus. Hat eine sehr coole Aufteilung. Nicht zu klein, diese Absteppung. Und ja, sehr, sehr, sehr nice. Dementsprechend checkt diese H&M-Kollektion ab. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sonstiges. Ich finde sie einfach nur sehr nice. Und ja. Auf jeden Fall sehr cool. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist etwas, was ich mir bestellt habe. Und das ist genau der Fall, was ich jetzt als Alternative mit reingepackt habe. Und zwar diese Detroit Jacket, die es gerade sehr, sehr im Hype ist. Diese ganzen Vintage Detroit Jackets, die es im Internet gab, sind alle ausverkauft. Also diese ganze Workwear-Geschichte, wie ich schon gesagt habe, ist sowieso mega im Trend. Und viele suchen einfach nach gebrauchten Sachen. Ihr kriegt es einfach jetzt mittlerweile nicht mehr, weil diese Restbestände so gut wie aufgekauft sind, beziehungsweise an die Leute verkauft wurden und oder ja, ihr verbringt da tagelang an irgendwelchen Etsy-Seiten oder sonstiges, so guckt da mal, vielleicht kriegt ihr da noch was. Aber für diejenigen, die sowas suchen einfach und vielleicht auch ein bisschen was in Unikat schaffen wollen, die Jacke kann ich sehr empfehlen. Sie ist sehr modern, auf jeden Fall gut gehypt gerade. Und die Jacke habe ich bestellt. Die werden wir demnächst auch nochmal ein bisschen customizen, ein bisschen was dran machen. Das Ganze so ein bisschen Vintage-Flair kriegt. Freue ich mich extrem drauf. Die habe ich auf jeden Fall bestellt. Und dieses ganze Card-Thema ist im Moment, ja, keine Ahnung. Der Hype um Card ist auf jeden Fall da. Viele, viele von den Cool Kids tragen auf jeden Fall Card. Und ja, dementsprechend habe ich diese Jacke einfach mal in den 10 Favorite Pieces mit reingepackt. Falls derjenige dann sowas nachmachen möchte, hier kriegt ihr auf jeden Fall die Jacke. Ist nicht so günstig, aber ich kann euch sagen, die Jacke ist auch eine super ideale Übergangsjacke. Die ist so gefüttert und ist eine sehr, sehr coole Jacke. Ja, auf jeden Fall, ja, beim Thema Card bleiben wir. Und wer dieses ganze Card-Thema gerade echt Bock drauf hat, sich so ein bisschen was zuzulegen, diesen ganzen Workwear-Hype mitnehmen möchte und auch Bock drauf hat, zum Beispiel Soulbox gibt es eine riesige Auswahl von Card-Sachen. Alles mögliche von Jacken bis Westen, bis Taschen, bis Hosen, etc., Pullis. Alles mögliche findet ihr am Start und deswegen, das fand ich eigentlich ganz nice. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Wie gesagt, alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Das könnt ihr gerne abchecken und finde ich auf jeden Fall cool, dieser Workwear-Hype, weil für mich macht das so ein bisschen Männermode auch wieder teilweise männlich, so, keine Ahnung. Ja, es gibt so Dinge, die man im Nachhinein einfach ein bisschen anders sieht, wenn die Hosen früher einfach viel zu eng waren. Ist mittlerweile für mich ein Styling-Fail. Natürlich werde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren auch sagen, hey, dieser ganze Oversize-Fit, den gerade aktuell ist, hey, was hat man damals gemacht? Das weiß man nicht genau. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, immer zurückblicken auf alte Modetrends, dann hat man schon mal so ein bisschen Fremdschämen. Das kommt schon mal mit vor. Und deswegen finde ich diesen ganzen Workwear-Trend eigentlich sehr nice, weil das sind Evergreens, die da ausgepackt werden. Und ja, die kannst du eigentlich noch in 20 Jahren tragen und die werden auf jeden Fall nicht außer Mode werden, sondern einfach immer up-to-date sein. Flannel wird immer cool sein, so eine Jacket wird auf jeden Fall auch immer nice sein und dementsprechend finde ich diesen Workwear-Trend ganz cool. So, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece, was ich habe, ist ein Hinweis. Und zwar wird es bei Endclosing in 3 Tagen einen sehr, sehr coolen Schuh geben, und zwar den Nike Dunk High, SB Dunk High. Da könnt ihr euch eintragen. Ich habe mich da selber auch schon eingetragen. Kostenpunkt in dem Fall ist, glaube ich, 145 Euro in diesem Triple White, also in dieser weißen Variante. Und ich finde den Schuh extrem genial. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht gewinnen, aber trotzdem habe ich daran teilgenommen. Und dementsprechend möchte ich euch darauf hinweisen, dass der Raffle kommt. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Wer sowas sucht, ein sehr, sehr cooler Schuh. Und selbst wenn ihr den nicht selber tragen wollt, ihr könnt den rein theoretisch auch dann gewinnen und dann weiterverkaufen. Auf jeden Fall wird dann der Schuh auf jeden Fall mehr wert sein als
Ja, als wenn ihr ihn kauft. So, und dann kommen wir zum nächsten Piece. Das nächste Piece ist auch eine Kollektion, die jetzt noch droppt. Und zwar ist das die Uniqlo Jil Sander Kollektion. Also das Ganze gab es schon mal, wenn ich mich nicht verlesen habe, 2009. Genau, hier steht es. 2009 gab es schon mal eine Kollektion. Und jetzt kommen nochmal so eine Kollaboration mit Jil Sander mit Uniqlo raus. Preistechnisch alles voll im Rahmen. Ihr seht diese Preise hier auf der Seite. Auch den Link findet ihr unten drin. Und mir hat jetzt prinzipiell die Jacke, die auf dem Foto ist, sehr zugesagt. Finde ich ganz nice. So eine coole Winterjacke. Und hat auf jeden Fall was. Diese Kombo Jil Sander mit Uniqlo. Auf jeden Fall sehr cool. Und es gibt verschiedenste Sachen. Von Cardigans bis Pullover bis Hemden etc. Ist auf jeden Fall cool und ich wollte darauf hinweisen, weil ich es eigentlich ein cooler Drop finde und dementsprechend auch den Link findet ihr unten in der Infobox. Der Drop, wie ihr schon seht, ist am 12. November um 8 Uhr morgens. Also wenn ihr da was euch holen wollt, müsst ihr auch sehr schnell sein, weil die Sachen werden wie immer bei so Kollabos sehr schnell ausverkauft sein. Und dann werdet ihr die Sachen wahrscheinlich auf Kleiderkreisel, eBay, StockX und Co. finden, wo die Sachen dann mit für mehr Geld verkauft werden. Aber ich finde die cool, die Kombo, und dementsprechend checkt auch das ab. Kommen wir zu einem Schuh, der gedroppt ist, und zwar letzten Samstag. Und zwar ist das der Lightbone Air Force One für Damen. Ich finde ihn sehr cool, muss ich sagen. Die Farbkombo, dieses Weiß mit dem Creme, finde ich sehr nice. Und die Sohle hat nochmal so einen leichten anderen Farbton, nochmal so ein Creme dabei. Man muss dazu sagen, die Damenvariante ist immer ein bisschen schmaler gehalten als der normale Herren Air Force One. Also achtet da auf jeden Fall auf die Größen, und wenn nicht, könnt ihr das ja immer noch zurückschicken. Aber ich finde die Farbkombo sehr genial, und wer daran Interesse hat, kann sich das auf jeden Fall abchecken. Auch den Link findet ihr unten in der Infobox. Gewisse Größen sind noch am Start. Meine Größe wäre jetzt auch noch am Start. Ich habe 41, 42 und dementsprechend sehr, sehr nice. So. Dann kommen wir zu, ja, eigentlich dem Piece der Puffer Jacket überhaupt, die, finde ich, eigentlich jedes Jahr immer wieder ausverkauft ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze rausgesucht habe, gab es die Jacke sogar noch in schwarz in meiner Größe. Jetzt, wie ihr seht, ist schon wieder ausverkauft, aber es gibt noch diverse andere Farben, blau, also so rot, gelb. Also überall, und ihr findet die nicht nur auf der North Face Seite selber, sondern generell gibt es verschiedenste Seiten, die diese diese 1996 Retro Napse Variante verkauft. Mein Favorite wäre auf jeden Fall die schwarz-schwarz Variante. Ich finde sie sehr nice, hat einen sehr coolen Fit, weil die wirkt extrem cool geschnitten. Dieser Crop ist sehr gut, sehr cool geschnitten vom Crop-Faktor her. Ist eigentlich die perfekte Puffer-Jacket, muss man sagen, aber natürlich auch preistechnisch auf mal ein ganz anderes Niveau als eine H&M oder eine Uniqlo oder Asos-Varianten etc. Ist was ganz, ganz anderes, und also fast 300 Euro ist natürlich eine Hausnummer, aber das ist natürlich auch ein Klassiker. Dementsprechend fand ich es sehr cool und habe es einfach mit reingepackt. So, und zu guter Letzt, weil ich nach dem Thema North Face gesucht habe, habe ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Tasche gefunden. Die habe ich bei Asos selber gefunden. Die ist runtergesetzt auf 19,50 Euro. Und ich finde es einfach ein cooles Goodie. Also so eine coole Everyday-Alltagstasche. Hat was auf jeden Fall von The North Face. Ist Natur, also aus Leinen, so ein bisschen aus diesen Naturfasern zusammengewebt worden, und mir gefällt sie gut, und der ein oder andere, der sowas sucht, einfach mal eine Alternative zu einem Rucksack oder zum Einkaufen oder sonstiges oder als kleines Accessoire für den Alltag. Auf jeden Fall eine nice Tasche für 19,50 €, finde ich auch voll vertretbar und auf jeden Fall sehr nice. So Leute, und das war's an der Stelle wieder. Wie gesagt, ich habe euch meine 10 Favorite Pieces der Woche vorgestellt, beziehungsweise sind eigentlich mehr Pieces. Ihr habt viel mehr Auswahl als nur 10 Pieces, weil da sind verschiedene Kollektionen bei etc., Drops und so weiter. Aber die Sachen sind, finde ich persönlich, sehr cool. Checkt die Links unten in der Infobox ab, da findet ihr die ganzen Sachen. Und ich würde mich über ein Abo und ein Like sehr freuen, würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und dann sehen wir uns die Tage wieder mit den neuen DIYs, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, es kommt was an, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Peace, Leute.